Der Roosevelt-Zwischenfall. Die Amerikaner hatten Wernher von Braun und viele seiner Kollegen zunächst zum Raketentestgelände White Sands in New Mexico gebracht. Der welch ein Zufall, im selben Bundesstaat befindet sich die Army Air Base von Roosevelt. Von irgendwelchen Leichen war übrigens damals noch keine Rede. Die tauchten erst nachträglich viele Jahre später in den dubiosen Majestic 12 Papieren auf, wobei keiner der angeblichen Zeugen irgendeinen Geruch bemerkt haben will, obwohl die toten Aliens mindestens 4 Tage in der Hitze New Mexikos gelegen haben müssen. Nicht einmal Hyänen interessierten sich für die Leichen. Besonders zweifelhaft ist die Geschichte, man hätte für die Außerirdischen kleine Särge beim örtlichen Bestatter geordert. Es ist ja sehr freundlich, dass man auch Aliens ein christliches Begräbnis nicht vorenthalten will, sehr multikulturell gedacht. Aber kleine Särge mussten ja auffallen, was sie wohl auch sollten. Wenn man den Absturz Außerirdischer, wie allgemein behauptet, wirklich geheim halten wollte, dann hätten die kleinen Leichen auch in normalen Särgen Platz gehabt. Hier wurde eindeutig eine falsche Spur gelegt. Und den Ufologen, die kleine Leichen auch bei anderen Abstürzen vermuten, sei auf den Weg gegeben, dass ganz offiziell bis 1952 bei Raketenversuchen in White Sands und Alamogordo Affen verwendet wurden, um medizinische Tests zu machen. Die steckte man sogar in Raumanzüge, möglicherweise hat man ihnen auch das Fell geschoren. Und der sogenannte Autopsiefilm stammt ziemlich deutlich aus einem Special Effect Filmstudio, wo man Gummimonster in allen Größen bastelt. Übrigens schreibt selbst der Alien-Fan Michael Hesemann, dabei gab es noch eine zweite Gruppe, die offenbar niemals abstürzte, menschenähnliche Außerirdische, die oft Deutsch oder Englisch mit deutschem Akzent sprachen. Und deren Flugmaschinen waren offenbar von besserer Qualität als die der Grauen, da sie niemals abstürzten. Der Roosevelt-Farmer hatte von der Absturzstelle auch diverses Material mitgenommen, das man ihm dann gleich wieder wegnahm. Dabei sei eine unzerreißbare Folie gewesen, die sich perfekt glättete, nachdem sie mit Hammerschlägen traktiert worden war. Ein Beweis für außerirdisches Material? Keineswegs, wie Valle bemerkt, gab es in den 40er Jahren durchaus einen solchen Stoff, Aluminiumsaran. Das Material war papierdünn, ließ sich mit Hammerschlägen nicht einbeulen und war, nachdem man es zusammengeknüllt und auseinandergezogen hatte, wieder völlig glatt. 128. Bleiben noch die merkwürdigen Hieroglyphen, mit denen die Bauteile angeblich beschriftet waren. Also, ich würde ein geheimes Modell eines revolutionären Flugzeugtyps auch nicht im Klartext beschriften, schon um die Herkunft zu verschleiern, da es ja auch einmal verloren gehen kann, wie Roosevelt zeigt. Alles spricht dafür, dass in Roosevelt eines der Versuchsmodelle herunterkam, die auf dem Luftwaffenstützpunkt erprobt wurden. Wie heißt es in Hollywood? Besser ein spannendes Märchen als eine erschreckende Realität. Dieses Täuschungsmanöver wirkte plump, was beabsichtigt war, so dass man später seitens der Öffentlichkeit gern zu glauben bereit war, dass die US-Regierung ein außerirdisches Raumschiff mit toten Insassen geborgen habe. Damit war eine alternative Diskussion außerhalb des vorgegebenen Denkschemas so gut wie ausgeschlossen. Und genau das war das Ziel. Eine doppelte Lügengeschichte sollte die wahre Herkunft des Objektes und die tatsächlichen Vorgänge völlig verschleiern, und nach dem, was wir heute wissen, hat diese Methode auch wunderbar funktioniert. Ich will nicht etwa behaupten, die Amerikaner, oder die Briten oder die Russen, hätten keine funktionierenden Flugscheiben. Sie hatten genug Zeit und deutsche Techniker, um sie inzwischen zu entwickeln. Allerdings kam das bittere Ende für Deutschland nicht überraschend. Offenbar hat die Reichsführung schon vor Kriegsbeginn Notfallpläne entwickelt,
die ab 1943 forciert durchgeführt wurden. Besonders neue Technologien und ihre Erfinder sollten auf keinen Fall erbeutet werden, weswegen es detaillierte Pläne gab, diese in Sicherheit zu bringen und nur dann zu vernichten, wenn eine Auslagerung nicht mehr möglich war. Man muss also realistischerweise davon ausgehen, dass die Alliierten nicht alles gefunden haben, wonach sie gesucht hatten. Das scheint in besonderem Maße auf Waffentechnologie und die Flugscheiben zuzutreffen. Die gesamte Raketentechnologie und ihren Protagonisten, Wernher von Braun, hat man in die Hände der Alliierten fallen lassen. Die berühmte erste UFO-Sichtung des Piloten Gennes Arnold im Juni 1947 bei einem Rettungseinsatz 124 bei Mount Rainier im Bundesstaat Washington auf die britisch-kanadischen Testflüge zurückzuführen sei. Die von Arnold gezeichnete Form ähnelt verblüffend dem deutschen Flugzeugparabel der Brüder Walter und Rema Horten, das vor 1945 geflogen war, was für die Beuthethese spricht. Ein ähnlich geformtes UFO wurde 2-1 Wochen später in Phoenix-Arizona gesichtet und fotografiert.